Heute Morgen war ich bloß ein Tropfen. Ein einzelner Tropfen, aus dem dann ein Fluss wurde. In diesem Fluss entstand Hoffnung. Diese Hoffnung wurde zur reißenden Flut. Eine Flutwelle der Veränderung. Und falls sich jemand gegen uns stellt, spürt er die Welle der Revolution. Die Vergangenheit ist nicht verloren. Die Vergangenheit lebt in uns weiter. Kodiert in der Doppelhelix verbergen sich die Erinnerungen unserer Vorfahren. Nach 3 Jahrzehnten der Forschung haben unsere Ingenieure das modernste biotechnologische Interface geschaffen. Helix ist nun bereit, Ihnen die wichtigsten Momente der Weltgeschichte per Knopfdruck in Ihr Wohnzimmer zu bringen. Das ist die total immersive Unterhaltung. Die wichtigsten Momente der Weltgeschichte stehen Ihnen nun per Knopfdruck zur Verfügung und kommen zu Ihnen nach Hause. Willkommen bei Helix, wo die Geschichte Ihr Spielplatz ist. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Let's Play Assassin's Creed Unity Folge 1. Wir haben jetzt, wir kommen unserem Ziel mit großen Schritten immer näher. Wir haben jetzt nur noch 2 Spiele vor uns, Unity und Syndicate. Ja, und ich bin sehr froh, jetzt an das Spiel angekommen zu sein, dem ich vorher nicht so viel Beachtung geschenkt habe, insbesondere was auch so Nebenmissionen betrifft. Das können wir jetzt alles nachholen. Da bin ich gerade sehr, sehr froh drüber. So, und wir müssen uns jetzt raussuchen, mit welchem... Gesperrt. Okay, also wir haben doch nicht die Wahl, was wir uns jetzt hier angucken. Was ich ein bisschen schade finde. Ich habe echt gehofft, dass man hier zum Beispiel hätte, das japanische Abenteuer nehmen können. Aber dann bleibt uns anscheinend doch nur vordefiniert die Tragödie de Jacques de Molay. Ja, dann machen wir das halt mal. Ja, bevor ich das starte, wie gesagt, herzlich willkommen zurück. Ich bin wahnsinnig froh, jetzt endlich auf einem vollwertigen PS4-Titel angekommen zu sein. Und wir werden jetzt im Gegensatz zu den vorangegangenen Spielen es ähnlich machen wie in Assassin's Creed Rogue. Ich werde mir hier etwas mehr Zeit lassen. Ja, weil erstens, wir haben die Zeit. Wir haben nämlich fast 14, 15 Monate, bis ein neues Assassin's Creed rauskommt. Und in einem Jahr schaffen wir locker diese 2 Spiele, auch wenn wir uns da Zeit lassen. Ja, ich bin gespannt. Ich starte einfach mal, würde ich sagen. Jacques de Molay, der letzte der heldenhaften Tempelritter, war ein Mann mit Grundsätzen. Ein großer Geist von jenen hintergangen, denen er vertraute. Erleben Sie in dieser Folge von Gefallene Helden Jacques de Molays tragische letzte Stunden, gesehen durch die Augen eines seiner engsten Freunde und seines Ratgebers. Tja,
wie wir hier auch schön in der Einleitung gehört haben, es ist nun mal aus der Sicht von Abstergo beschrieben. Das heißt, Templer sind hier Helden und die Assassinen höchstwahrscheinlich der korrupte Mob, der sich an den, ich sag mal, Utensilien der Templer bedienen möchte. Ja, wir starten mal. Ich bleib dabei, ich bin immer noch für einen differenzierten Blick auf die Geschehnisse. Die Templer sind gar nicht so schlecht. Bam, badabam, bam. Tja, verspeichert das denn alles? Paris, 13. Oktober 1307. Wer ist da? Ein Freund des Tempels. Florac, der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Warum bin ich schon im Kerker verrottet? Ich verstehe es kaum. Ja. Man hat uns verraten. Zieht die Schwerter! Verteidigt den Tempel! Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit! König Philipp geht schneller vor als erwartet. Da sind andere Finger im Spiel. Der Papst? Die Assassinen. Assassinen? Ich dachte, die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Die Assassinen sind älter als Masyaf, mein Freund. Ihre anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Noch schwieriger auszulöschen. Wir erleben den Morden nicht. Doch halt ihr euch, retten wir die Orden. Was muss ich tun? Geht zum Turm. Nehmt Schwert und Hut. Versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Großmeister, geht! Die Brücke! Halt! Verdammt! Ich muss irgendwie hinein! Das werden wir doch wohin kriegen. So. Okay, aber wo muss man denn hin? Eventuell rein. Hatten wir hier die Möglichkeit nach rechts oder nach links? Nee, ist zu. Verflixt. Flickste Axt. Wir müssen, glaube ich, sowieso hoch, ne? Dann könnten wir... Abstoßen? Achso, ja. Was sich hier natürlich geändert hat, ist in der Steuerung, naja, also optisch vielleicht nicht sehr viel, aber gefühlt doch eine ganze... Haltet ihn! Ganze Menge. Lass ihn nicht dort! Aber gefühlt halt eine ganze Menge, dadurch, dass jetzt ab dem Teil die Unity Engine benutzt wird. Den Turm! Sie haben den Turm gestürmt! Und diese Unity Engine, die macht es natürlich nochmal ein bisschen. Naja, also die Abläufe in dem Parcours, in den Kletterpassagen, macht nur ein bisschen flüssiger, aber dementsprechend ist die Steuerung auch noch leicht angepasst. Muss ich erstmal zurechtkommen. Parcours aufwärts, Parcours abwärts. Daran muss man sich einfach erstmal gewöhnen. Natürlich hast du die
Ja, beim Parieren muss man sich jetzt noch weiter aufpassen. Sehr gut. Oh, du kleiner Dieb, du. Dann würde ich sagen, da haben wir doch, was wir wollten. Ob wir diese Gruft nicht bald wiederfinden. Wer weiß, wer weiß. Ah, das ist ja nicht wahr. Die Frage ist, sind die Assassinen in dieser Gruft jetzt fündig geworden? 7 Jahre später. Clemens, hört mich an! Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen! Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein! Ach, seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht mehr. Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anpingt, hol mich raus. Okay, ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mach ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in zahllosen Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Nö. Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, lade Gensequenz AD16, B13, I87. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe anwählen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Jetzt bin ich gespannt. Offensichtlich bin ich ein Abstergo-Mitarbeiter und meine Arbeit wurde offensichtlich wieder gehackt von den guten Assassinen und ich werde entscheiden müssen, ob ich für die kämpfe. Da bin ich mal gespannt, ob das, was die mir zeigen, ausschlaggebend genug ist, um dass ich, zumindest ich als Realperson, sagen würde, okay, ja klar, mache ich mit bei den Assassinen. Ich weiß es nicht. Versailles, 27. Dezember 1776. Arnaud? Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier.
Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Und Arno, keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Also eigentlich bin ich ja jemand, der auf seinen Vater hört. Komm, setz dich wieder hin. Setz dich wieder hin, komm. Ich bin selber Familienvater, ich weiß, wie das ist, wenn's Kind mich hört. Willst du einfach sitzen bleiben? Komm schon. Halt's Maul, du kleine Hexe. Naja, sind immer die Weiber. Komm, setz dich hin. Warum setz... kommst du nicht? Weil ich auf meinen Vater höre, du dummes Ding. Setz dich hin, komm. Von mir aus kletter drauf, mach irgendwas. Aber setz dich. Gut, dreh in den Rücken zu. Ich will nicht mit dir spielen. Dumme Pute. Nein, ich will nicht. Papa hat gesagt, ich soll hier bleiben. Ich bleibe hier. Okay. Ach. Hier lang. Hier lang. Ja, auch wenn das Spiel... Auch wenn das Spiel schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Dafür ziehe ich dir den Hosenboden lang. Schneller, schneller! Darf man schon festhalten, dass das hier sehr gut aussieht. Sehr, sehr gut. Ja, was denn? Allee, du mich auch. Was willst du denn von mir? Ich wette, du klaust keinen. Hä? Moment. Moment. Na gut, die Wachen, die gucken direkt drauf, bewegen sie sich nicht. Dieb! Leg ihn zurück! Ja. So, unterbrechen Sie den Sichtkontakt, um den letzten bekannten Aufenthaltsort verdammt, zu erzeugen. Was zum Teufel geht hier vor? Machen wir. Kann ich mich hier drin verstecken? Dich. Sehr gut. Leg das sofort weg! Ich hab doch gar nichts. Weißt du, welche Strafe auf Stehlen steht? Ah, Mist. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich habe schon vergessen, dass da gerade ein Junge was geklaut hat. Ich habe es gerade eben vergessen. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so einfach... Ja, ich will auf der Stelle mit euch sprechen. Schnell, hier entlang. Vollidiot. Von dem Kind überlistet. Du bist eine tolle Leibgarde. Hast du ihre Apfelgesichter gesehen? Ich bin Arno. Elise. Ich begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Was machen wir als nächstes? Hör doch. Keine Bange, hier drin werden sie uns nie suchen. Es war meine Schuld. Ich habe den Apfel genommen. Mal sehen, wo die hingehen. Na los, komm. Okay. Na los, komm. Also im Prinzip weiß ich ja schon, was passiert. Wer übrigens wissen will, wie das zustande kommt, weswegen hier gerade Aufruhr entstanden ist, der sollte sich das Ende von Assassin's Creed Rogue angucken. Denn im Prinzip sind wir dafür verantwortlich, was hier passiert ist. Mehr verrate ich nicht. Elise! Vater? Komm her, Kid. Sofort.
Vater? Tja, das ist mehr als tragisch, vor allen Dingen zur damaligen Zeit, wo man eventuell auch davon ausgehen muss, dass halt auch mal das komplette Familieneinkommen weg ist, wenn der Vater stirbt. Ja, das ist vielleicht verarmt dann der kleine Junge. So, 13 Jahre später, im Bezirk Recollet. Du kannst nicht ehrlich verlieren, also wirst du zum Dieb, du Bastard! Nur die Ruhe, Victor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Wäre die Welt gerecht, Victor, dann gebe ich dir recht. Doch die Welt ist nicht gerecht. Dies ist Frankreich. Du bist ein toter Mann. Mach mal halblang. Du tust dir noch weh. Gerade habe ich noch mit deinem Bruder gesprochen. Hugo, hol die Maréchal. Warte doch mal. Ich mach schon weg, So, also ich sag mal so, der Charakter wird ähnlich. Wird ähnlich eingeführt, wie man es damals mit. Nicht mit dem jungen Alter ihr, sondern mit dem jungen Ezio gemacht hat. Ähnlich leicht verwegen. Meine Herren, bitte, wir können doch über alles reden. Und irgendwie immer im Schlamassel zu beginnen. Bitte entschuldigt, der ist noch nicht stubenrein. Die Synchronstimme, den einen oder anderen wird es aufgefallen sein, ist unter anderem die Synchronstimme, wird von dem Sprecher gesprochen, der auch Jude Law spricht. Eine sehr angenehme Stimme, gerade für junge Charaktere. So. Ah, jetzt habe ich dich doch noch gesehen. Ein dummer Schmied wie du kann die Uhr vermutlich nicht einmal lesen. Komm hierher und sag das nochmal! Nein. Komm zurück! Hinterher! Der Kerl ist ein Dieb! Was? Nein, bitte! War ja klar. Ein kluger Mann weiß, wann er aufgeben muss, Victor. So, also was man hier schon sieht, die Bewegungsabläufe sind natürlich ganz andere. Also die Dynamik, auch wenn es jetzt hier ums Runterklettern geht, man sieht schon, sind wirklich so, dass das alles wesentlich flüssiger passiert. Man hat natürlich auch mehr Tasten, die man drücken muss, aber insgesamt ist es halt ein wesentlich flüssigeres Erlebnis, als wir es, bisher zum Beispiel hatten. So, man hat uns praktisch schon in die richtige Richtung gedrängt, das finde ich sehr angenehm. Und wo auf Gottes Erden hast du bitte gesteckt? Ha! Hab ich dich, du kleiner Scheißer! Nur ein kleines Missverständnis, kein Grund zu... Euer Meister beherbergt einen gemeinen Dieb. Am helllichten Tag brach er bei mir ein und stahl meine Uhr. Tat er das? Nun, die Marie-Chaussee wird sich dieser Sache bestimmt gerne annehmen. Welcher Sache, Olivier? Eine ernste Anschuldigung gegen euer Mündel, Messire. Er hat gestohlen! Und was, bitteschön? Warte in der Bibliothek auf mich. Sieh mich bitte nicht so an. Victor betrügt, wenn er Karten spielt. Das weiß doch jeder. Arno? Mit wem redest du?
Mit mir, Monsieur. Du wirst dich freuen, dass Olivier die Maréchaussee auf meinen Drängen nicht einschalten wird. Mal wieder. Je vous remercie, Monsieur. Das war jetzt das 6. Mal, das 7. Ein anderer Zeitvertreib wäre gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfangen kann. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Es reicht, wenn einer von euch hier herumwütet. Bleib hier und sieh, ob Olivier eine Aufgabe für dich hat. Die hat er sicher. Was war das? Bitte, grüßt Elise von mir. So, Sequenz 1 Erinnerung 1 erfolgreich bestanden. Herausforderungen, Objekte über- und unterqueren, nicht rammen lassen. Haben wir alles geschafft? Na gut. Nicht, dass wir es drauf angelegt hätten, aber wir haben es geschafft. So, und damit sind wir schon mittendrin im Spiel. Ich freue mich. Natürlich ist es irgendwie, also mir erscheint Arno momentan so ein bisschen als arroganter Pisser, weil offensichtlich hat er seine Uhr beim Kartenspiel verloren, um sie danach wieder zurückzuklauen. Erstens, versetz nicht deine Uhr, wenn es ein Erbstück ist. Ja, das ist, und Wettschulden sind Ehrenschulden, das ist einfach so. Die klaust du nicht zurück. Und um sich dann von seinem, naja, Papa ist es ja nicht, aber von seinem Ziehpapa dann wieder beschützen zu lassen, mal ganz ehrlich, du kleiner arroganter Pisser, das ist, bist du doch in Aristokratie groß geworden, aber dann, naja. Aber wie gesagt, in der Vergangenheit war es ja bisher so, dass die Arroganz unserer Protagonisten sich zumindest mit der Zeit gelegt hat und dann auch immer die Erkenntnis kam, dass man eventuell auch für größere Sachen bereitstehen muss. Das könnte allerdings bei ihm hier auch noch ein bisschen dauern. Gut, ja, dann würde ich sagen, dann war es das erstmal an der Stelle. Ich verabscheue mich. Also zumindest für mich eine relativ kurze Session. Ich wollte das Spiel einfach schon mal angespielt haben, damit ich dann auch schon mal meine ganzen Vorlagen vorbereiten kann. Ja, dann würde ich sagen, ich freue mich drauf, dass wir endlich in der Next Generation angekommen sind. So gut sind wir mit Black Flag auch schon, aber das war ja noch so ein Mischmasch-Modell. Jetzt haben wir hier, also eine neue Generation bedeutet vor allen Dingen halt auch die Verwendung der Unity Engine. Die haben wir jetzt hier und wir haben natürlich auch den Vorteil dadurch, dass wir es jetzt Jahre später spielen. Das Spiel ist natürlich nicht so verbuggt wie am Anfang. Und das war ja teilweise unerträglich, hat ja Ubisoft auch ordentlich auf den Deckel für bekommen, was da nicht alles nachgepatcht wurde. Und ja, dann würde ich sagen, ich freue mich drauf. Ansonsten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich auch die passenden Amazon-Links zu dem Spiel. Im derzeitigen Zustand, also komplett durchgepatcht und so weiter, lohnt es sich auf jeden Fall, es zu kaufen. Also das werden wir auch, wenn wir spielen, sehen, dass da, also die Mängel, die vielleicht auftauchen, sind jetzt nicht mehr, als wir es bei Black Flag Assassin's Creed 3 oder so hatten. Also so typischer Standard dann halt, was die Anzahl von eventuellen Fehlern betrifft, wenn wir überhaupt über welche stolpern sollten. Ja, wird sich auf jeden Fall lohnen und ich bin hiermit raus. Ich sage tschö mit Ö.